Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen eine Runde Europa Universalis 4 mit den Osmanen und ja, werden jetzt hier die letzte Kernprovinz für uns an uns reißen. Werden nochmal Geld investieren hier in diese Konvertierung. Ja, warum geht das nicht? Achso. Ja. Es kostet ein bisschen mehr hier. Was haben wir hier für einen Glauben? Hinduistisch. Die sind scheinbar ein bisschen gläubiger unterwegs. Schauen wir mal hier. Kostet natürlich ganz schön viel. Die Armee schrauben wir jetzt eh gleich wieder zurück. Ja, dann können wir das ruhig machen. Würden hier tatsächlich wieder die Armee zurückschrauben. Würden dann hier unten auch diese Burg wieder erstmal stilllegen. So ist es. Gut, und dann machen wir mal weiter. Vielleicht nicht ganz volle Pulle. Da ist noch einer fertig. Ja, dann kommen wir gleich den nächsten an der Stelle. Ja, gut, das wird sich gleich alles erübrigen. Armeen. Hoppala. Das sollte man lösen. Oh, Wien. Wie lange ist das denn schon? Versorgungslimit geht nach unten. Ja, klar. Das wollen wir natürlich nicht. Haben wir doch, wartet mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 Provinzen auf einen Streich. Ich glaube, das hatte ich jetzt in diesem Let's Play auch noch nicht. Also man sieht da schon ganz schön, dass es hier dann nicht nur um Waffenstillstand verbündet mit Walachei, Böhmen und Lübeck. Wo ist denn Lübeck? Gibt es das überhaupt noch? Habe ich mich jetzt verguckt? Nö, Lübeck. Lübeck ist hier. Lübeck ist verbündet mit Brandenburg und Mähren. Wir werden jetzt hier mal ein Spionagenetzwerk aufbauen, denn es könnte sein, dass sich das hier nochmal als Kriegsziel auftut. Freiheitsbestrebung, Untertanenentwicklung, das brauchen wir nicht. Auf gleichem Kontinent. Ja, dann nehme ich halt das noch gar. Das können wir dann noch machen. Parlament nichts. Ich bin gerade am überlegen. Walachei, das ist das hier. Die machen vielleicht nicht mal mit, weil die Walachei eigentlich auch mit uns verbündet ist. Böhmen. Böhmen ist am Arsch. Jo, also ich glaube, dass wir hier auch tatsächlich vielleicht sogar nochmal einen schönen Krieg führen können. Ich gehe auch mal hier rum. Walachei einnehmen. Das passt ganz gut. Und dann könnten wir Mähren angreifen. Das wäre doch eine feine Sache. Jetzt schauen wir mal. So, ach so, wartet mal, guck mal, wir könnten jetzt natürlich den Suezkanal bauen. Beginnt mit dem Bau des Großprojekts Suezkanal. Ja, damit haben wir noch 400.
Aber wenn das durchgeht, dann wäre das schon nicht so übel. Koptische Fanatiker. Lass uns da mal kurz gucken. Zurück. Ja, bei uns wird schon wieder rumgeballert. Unglaublich. Wir sind so ein kleines spanisches Dorf in Franken hier. Zum kleinen Pyromanen, der hier immer sein Feuerwerk zündet. Aber Silvester ist immer ziemlich cool. Hoboyo. 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 Hoi. Wo? Jo, wo bist du? Ja. Okay, dann gehen die jetzt auch nach unten. Zurück. Wo seid ihr hin? Kobe, Darfur, Midwa. Midwa, Sanarische. Ja, das ist da unten. Okay, einer unserer Helden ist an der Stelle zurück. Prima. Der Kaiser erhält einen Diplomaten zusätzlich. Naja, gut, okay. Ja, das geht jetzt ratzfatz und dann. Ja, das ist also kein Problem. Und damit sollte eigentlich. Ja, unterdrücken wir die halt, weil wir es können. Da haben wir erstmal ein bisschen Zeit und Ruhe gewonnen. Ich bin mal gespannt, ob man den Suezkanal dann irgendwie sieht. Also, woran kenne ich denn das, dass das. Es ist eigentlich krass, wie schnell ich Geld verdiene. Schon wieder 2000 in der Kasse. Also am Geld scheitert es bei den Osmanen nicht. Diplomatie. Staatsehe mit Polen, Litauen. Das ist aber eigentlich kein Problem. Hey, hoppla. Okay. Nö, nö, lass doch mal. Bau den schön weiter. Kann man die Kernprovinz noch wieder reinmachen? Gebäude. Okay, also nur mal so für euch, wir haben jetzt den 9. Februar, da draußen ist die Hölle los. Wir üben für den Dritten Weltkrieg. Verliert zwei Merkantilismus. Ja, ist mir gerade wurscht. Ruf zu den Waffen. Im Krieg gegen Ungarn. Dies ist ein Angriffskrieg mit Augsburg. Naja, gut. Wir könnten jetzt natürlich eins machen. Wir lehnen ab. Sollen die das doch alleine machen? Und verleiben uns später dann auch Stücke der Walachei mit ein.
Walachei. Walachei. Weil was passiert ist jetzt, wenn ich, die Walachei wird einfach größer, wenn ich ihm jetzt helfe. Und ich meine, Ungarn ist da jetzt an der Stelle ja wirklich nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ressourcen, ja, nicht Ressourcen, sondern einfach Länder groß. Verlieren wir 50 Prestige. Ja, dann muss ich ja fast akzeptieren. Da ist einfach die pure Überlegenheit, die hier siegt. Da habe ich jetzt auch nicht so viel Schiss, dass uns da was flöten geht. Und wir werden Ungarn ganz schnell besiegen. Und ich hoffe, dass wir in der Hauptsache die Städte einnehmen. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hingehen. Augsburg ist wo? Das ist jetzt euer Ernst? Elsass, Lüttich, hier ist Augsburg. Verliert Prestige. Ja, das ist mir eigentlich gerade wurscht. So, das kriegen wir da rein. Östliche Infanterie. Damit sind wir jetzt sozusagen in der ja, in der Hauptsache angekommen, würde ich sagen. Also kein Problem für uns. Da kommt jetzt Augsburg dazu. Sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Der Suezkanal, ja, und wann wird das sein? Sehe ich das hier irgendwo? Feindliche Belagerungen. Slawonien. Okay. Hier unten ist er. Naja. Also das ist, wie der sich da hingezaubert hat, keine Ahnung, ja. Aber das ist mal wieder typisch KI. Ja? Also da belagert er mit zwei Mann Epirus, der Vollhorst. Ehrlich. Gibt es eigentlich gar nicht. So, also geh du mal wieder hier hoch zu deinem Buddy. Dann gehen wir noch nach Augsburg und holen uns das. Besetzt durch Großbritannien. Ich dachte, ich bin mit denen verbündet. Okay, das ist interessant. Das könnten wir auch noch mal theoretisch nutzen. Könnten wir uns ein bisschen mit Großbritannien fotzen?
Das könnte interessant sein, aber ich. Mailand anzugehen ist jetzt gerade auch nicht so übel. Naja, wir werden mal sehen. Ja, mit den Kanonen an Bord halt, was ist das? Geringer Unterhalt? Oh, ja, das sollte man vielleicht mal hoch machen. Das sollten wir tatsächlich etwas hochschrauben. Ja, die Mailänder kommen da auch ganz gut ohne uns klar. Ich denke mal eh, dass das so eher so ein kolonialer Krieg ist. Lasst uns hier noch ein bisschen was hinzaubern. Immer da ein. Ja, wir sind jetzt da irgendwie bei 100%, also. Was ich ganz cool finde, der hat uns Land gegeben. Ungarn ist quasi nur noch ein Schatten seiner selbst. Scheiße, und das habe ich jetzt irgendwie verpasst. Der hat uns tatsächlich hier doch noch ein bisschen Land gegeben. So, dann lass uns hier noch mal reingucken. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben hier unten Armeen stationiert, das wird schon schief gehen. Wir sind jetzt eh auf 180. Hier noch mal versuchen, ein Spionagenetzwerk aufzubauen. Stimmt ja alles. Vielleicht brauchen wir das aber auch gar nicht. Vielleicht habe ich da ja irgendwo Ansprüche, aber so wie es aussieht, nicht. Kurz schauen. Das passt soweit. Ja, komm. Runter damit. Kein Problem. Corruption wird auch nicht benötigt.
kriegst du erstmal einen schönen Anführer, und zwar den hier. Müsst ihr erstmal die da schnappen. Und dann wirst du die hier schnappen. Und dann hat sich das da hoffentlich dann auch gedingst. So, und wir werden jetzt hier 12, 13, 40 bashed. Ja, auf alle Fälle bashed. Werden wir mal beanspruchen. Polen Litauen. Ist da eigentlich Spanien mit involviert? Nein, die sind auch nicht reingerufen worden. Und was machst du hier überall? Wem hast du Beef? Im Krieg mit Ungarn. Okay. Ja, die holen sich jetzt die Reste hier hinten wahrscheinlich. Aber jetzt würden wir erstmal denen hier den Krieg erklären, wenn wir den zurückgeholt haben. Aha. Aha, ich wusst's doch. Ich wusst's doch. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ist das jetzt, hat sich das geändert? Ja, ja, gut. Das hat sich mittlerweile geändert. Aber gut, wir haben es wenigstens versucht. Wir könnten hier... nein, ich meinte das... Das meinte ich eigentlich nicht. In den Krieg eingreifen. British Peru, Skandinavien. Natürlich auch ein Riesenteil da oben. Kann man sich bestimmt auch gut die Finger verbrennen. Auf der anderen Seite ist Mailand jetzt auch nicht so schwach. Und ich meine, England ist weit weg. Wir könnten versuchen, zumindest mit unseren Schiffen hier ein bisschen was zu wuppen. Ja, wir lassen auf alle Fälle mal weiterlaufen. Und werden hier mal die Truppen zusammenlegen. Bitte was? Ach so, das war da unten, ja. Polen-Litauen ist halt auch einfach nur riesig, ne? Ja, klar, werde ich den Ungarn auch helfen. Ich würde denen ja schon gern irgendwie helfen. Ich würde denen hier ja schon gerne helfen. Aber irgendwie in diesem Krieg sind nicht so viele dabei, wie mir scheint.
Es war jetzt hier so ein bisschen blöd, dass wir hier. Polen, Litauen garantiert jetzt die Nogai. Da komme ich auch nicht ran. Handelssteuerung. Karawaneneinfluss und nochmal ein Händler. Die haben wieder so viel Kohle. Wahrscheinlich werden mich jetzt einige eh für verrückt erklären und sagen, ey, du hast so viel Geld, du hast so viel Kohle. Wieso greifst du denn nicht einfach an und überflutest die irgendwie mit deinen Armeen, ne? Das könnte ich natürlich schon tun. Ich müsste halt dann noch einmal kurz gucken. War die Halfa? Wenn ich die hier hochziehe, 120, wenn ich damit voll hier einfallen würde, diesen kann Skandinavien. Also ich kann nicht direkt, ich könnte wieder zum Beispiel Ungarn angreifen, das geht aber aktuell nicht. Ich könnte Mähren angreifen. Aber wie schon gesagt, ich könnte den sogar ein Bündnis anbieten, den mehreren. Die Nogai würden mir helfen. Aber das bringt mir nichts. Lass mal kurz gucken. 5 von 5 Bündnis, Frankreich, Staatsehe, Militärzugang. Gut, hier könnte ich ein paar Söldner rekrutieren und mir dann dieses Land holen. Habe ich da eigentlich irgendwie noch? Das Mogulreich ist auch so eine Sache. Verbündet sind die eigentlich nur mit Skandinavien. Ja, und die ganzen Kolonialstaaten halt. Da sind die zwar nicht so riesig groß, aber das ist natürlich schon nicht so easy. Ja, ich lasse das jetzt erstmal weiterlaufen. Ich verbessere vor allem gerade mit denen auch mein. Ich denke, es ist halt jetzt auch über die Dauer so eine Pattsituation entstanden. Von der ich glaube, gut, ich kann natürlich jetzt hier das mogulische China. Das hier ist schon der größte Brocken, glaube ich, neben Spanien. Revolutionäres Russland ist auch gigantisch groß. Japan hat sich ver. Wow! Wow, also zumindest flächentechnisch ist Japan gut mit dabei. Frankreich fordert unsere Schiffe gegen Savoyen. Frankfurt, Lüneburg, Sachsen, Kirchenstaat und Lüttich. Ablehnen.
Lüneburg. Ja, ich denke, wir werden es machen. Könnt mich. Nee, Sachsen. Warum in Sachsen da oben? So, wir sind jetzt da im Krieg mit denen. Und wir werden jetzt hier erstmal unsere Burgen einschalten. Und dann werden wir uns erstmal um den Kirchenstaat kümmern. Militärischen Zugang erbitten. Dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein, oder? Der zieht mal hoch nach Sachsen. Ich glaube, das passt. Da ist wahnsinnig viel los, ne? Ich glaube, der Krieg ist vorbei, oder? Der nimmt Sachsen ein, das passt. Denn in Rom zu stehen, hätte natürlich für die Türken auch einen gewissen Charme. Ganz wie ihr wünscht. Loyalität. Ja, wir können uns das leisten. Ansonsten würde ich das nicht machen. Hier sind jetzt die Mauern durchbrochen. Da oben auch. Der Kirchenstaat ist hier. Okidoki. Interesting. That's very interesting, my friends. I should do a let's play in English, maybe. That would be nice. Maybe I would get some followers then. And not losing them. But I think I will stay with German. As you are my best buddies and I am the Franconian German man. So. What the hell? Also hier bahnt sich irgendwie was an. Da ist Lüttich am Start. Wir müssen hier nur so ein bisschen aufpassen. Ich werde die hier mal nach Wien ziehen. Der Kirchenstaat. Der Kirchenstaat ist mit mehreren im Krieg, kann das sein? Die Türken mitten in der Hauptstadt, da ist was los, da ist was geboten.
Da ist was geboten. Wohlan. Also der Kirchenstaat. Ist raus aus dem Krieg. Und wo ist jetzt Lüttich? Lüttich ist hier. Ich muss aber hier erstmal wieder nach Hause kommen. Wohlan. Dann werde ich mal nach Lüttich traben. Hervorragend. Ihr wollt es also genau wissen. Das hat sich also schnell erledigt. Lüttich ist doch ganz schön am Ärmel. Keine Ahnung, warum die an dieser Stelle da so picky sind. Hier ist Lüttich. Hier ist mit den Skandinaviern im Krieg oder was? Zerrissen. So, lass uns mal reingucken. Lüttich. Kriegsenthusiasmus hoch. Wo ist denn Frankfurt? Haben wir denn Frankfurt? Frankfurt. Haben die überhaupt noch was? Mailand? Wo zum Teufel ist Frankfurt? Hier ist Frankfurt. Aber die werden belagert durch Münster. Lüneburg. Gehen wir halt nach Lüneburg. Und hauen den aufs Maul. So, was ist jetzt hier? Frankfurt, mittelgering. Ja, das werden die doch jetzt wohl schaffen.
Schließen, wohl an. Savoyen ist besetzt. Ja, dann komm mal du zurück. Untätig. Ja, dann Nachbarländer. Sehr gut. Ja, sag mal, kriegt ihr da kein Loch in diese Scheißwand? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, aber wir nähern uns mit großen Schritten letzten Endes dem Ende dieses Spiels. Also ich stelle fest, ich bin noch kein wirklich guter High-End, nicht High-End-Gamer, sondern Endgamer. Da hinten sind... Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt denn der Frankfurter dahin? Also das ist doch, das schlägt doch dem fast den Boden aus. Unverschämtheit. Das ist eine Beleidigung. Ja, das ist doch, das ist ein Witz. Ist das? Nur verbündet mit der Provence. Werden auch immer mehr. Wir könnten vielleicht Spanien angreifen. Weil dann Kirchenstaat. Wie lange willst du diesen Krieg noch dauern lassen? Wieso wohl an? Also Frankfurt ist auch schon raus wieder. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch Lüttich und Savoyen. Ja, hier ist noch nicht alles durchbesetzt, deswegen. Ja, dann müssen wir mal da schleunigst dahin. Aber da kommt jetzt auch schon der Franzose, ne? Jetzt kommt er selber auf die Idee. Oder? Na klar, jetzt ist der Franzose quasi drin. Komisch. Die Religion ist nun bla bla. Was ist denn hier los? Okay. Jetzt müsste es aber doch vorwärts gehen. Wo ist jetzt noch der Hänger? Savoyen? Hat Savoyen noch irgendwo ein Land, das von dem ich nichts weiß? Nee, ne?
Ja, Skandinavien natürlich ist noch dabei. Deswegen. Nee, oder? Moment. Savoyen. Nee, eigentlich sind die nicht dabei. Lüttich? Ist doch komplett besetzt. Oder haben die irgendwo in dieser Welt noch. Naja, egal. Sei es wie es sei. Ich werde mich jetzt, wenn es geht, irgendwie auf mein Chalet zurückziehen. Ja, Savoyen scheint tatsächlich noch irgendwo was zu haben, was ich nicht sehe. Okay, komm, hier mach rein. Jo, das passt für mich. Oh, hier hinten haben wir ein Problem. Da müssen wir mal schnell hin. Rutschen. Dezember 95, na, das ist nicht mehr allzu lange. Da komme ich nicht ran. Passt soweit für mich. Ja, Leute. Ich denke, ich werde diese Folge hier an der Stelle auch abbrechen. Bin wieder ganz nett weitergekommen, zumindest diesmal in der Zeit. Habe hier wieder so ein paar kleine Landstriche erobern können. Wir müssen jetzt mal sehen, wie das sich weiter auswirkt. Also die sind hier nicht mehr verbündet. Also es geht doch rauf und runter und zwar ziemlich munter. Verbündet mit Pommern und durchs Elsass würde garantiert. Das wäre natürlich auch ganz schick, wenn ich da irgendwie, wenn ich denen den Krieg erkläre, was könnte ich dafür einen Grund anführen? Ja, Pommern, Wurscht. Elsass, naja, vielleicht nicht hundertprozentig Wurscht, das ist schon ein Riesending. Und Polen-Litauen, naja, brauchen wir auch nicht reden. Skandinavien und Mähren, das ist eine Riesenallianz. Ja, das ist das hier plus das hier. Also das ist auch ein Riesen Moloch. Mit denen den Krieg erklären. Die Nogai, da macht im Prinzip nur Frankreich mit. Wird mir nicht groß helfen. Der Kongo, der schließt noch nicht ganz an uns an. Frankreich will ich nicht angreifen. Ja, Leute, ihr seht. Gar nicht so leicht, da vorwärts zu kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das so mache, dass ich vielleicht das Spiel jetzt so ein Stück ja, schneller durchlaufen lasse. Ich will auf alle Fälle noch sehen, wie der Suezkanal fertiggestellt wird. Das würde mich schon extrem reizen an der Stelle. Frage ist, wie lange das dauert. Oh, der ist fertig. Oh yeah. Oh yeah. Der Suezkanal ist fertig.
Das ist ja schick. Und der gehört nur mir allein. Ming, ja klar. Ja. Alles akzeptieren. Wir werden hier nämlich jetzt noch mal eine Burg bauen. In Suez und auch in Gaza, weil wir es können. Ja, okay. What the fuck? Ich wusste doch, dass die hier irgendwo stecken. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Also irgendwas läuft da grundsätzlich verkehrt, ja, in diesem Fuck-Spiel. Wie? Keine Ahnung. Ja, toll, dass der Ruf nach Frieden kommt. Das ist schon klar. Mir erstmal. Nein, du bleibst hier. Das macht er halt echt schnell. Sehr gut. Die Provence ist auch kein so einfacher Player. Ist mit Elsass, Spanien, Mailand verbündet und den Niederlanden. Das ist auch ein ziemlich großes Teil. Aber wie schon gesagt, sind jetzt eher so weltpolitisch-geopolitische Geschichten, die hier passieren. Wir liegen halt genau in der Mitte der Welt. Ja, das kann wahrscheinlich je nach Standpunkt jeder von sich behaupten. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Don Firenze.